liebe Fitnessfreunde von Happy Fit, ich bin bestimmt nicht der Einzige, der gerne mal zur Süßigkeitenlade greift. Doch heute zeige ich euch eine gesunde Alternative, die ihr auch ohne Reue genießen könnt. Dieser Riegel ist so einfach, er besteht im Grunde nur aus 4 verschiedenen Zutaten. Haferflocken, Eiweißpulver, Erdnussbutter und Zartbitterschokolade für die Glasur. Der Vorteil dieses Riegels liegt auf der Hand. Denn all seine Zutaten weisen einen hohen Grad an ungesättigten Fettsäuren auf, was sich wiederum positiv auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit auswirkt. Zu Beginn gibt ihr die ersten 2 Zutaten, die Erdnussbutter und das Eiweißpulver, in die Schüssel. Ihr verrührt diese so lange, bis sich eine homogene Masse bildet. Ist die Masse zu trocken, könnt ihr bei Bedarf noch etwas Wasser hinzugeben. Wenn ihr soweit seid, gebt ihr zum Schluss noch die Haferflocken hinzu. Wichtig ist, dass ihr sie so lange verrührt, bis das Ganze eine Art Teig wird. Bei Bedarf wiederum könnt ihr wieder etwas Wasser hinzugeben. So, nun nehmt ihr die Masse und gebt sie aufs Backpapier. Mit Hilfe von Wasser formt ihr einen großen Riegel daraus. Anschließend kommt dieser bei ca. 120 Grad für 15 Minuten ins Backrohr. Währenddessen sich die Riegel noch im Backrohr befinden, gebt ihr die Schokolade zum Schmelzen in ein Wasserbad. Fertig. Wenn die Masse fertig gebacken ist, schneidet ihr sie in gleich große Portionen. Anschließend bestreicht ihr sie mit der bereits geschmolzenen Schokolade. Und zum Schluss gebt ihr sie für einige Minuten noch in den Kühlschrank und fertig ist der Genuss. Boah, bin gespannt, ob das so gut schmeckt, wie es ausschaut. Dann nehmt ihr einen, bitte. Darf man schon? Ja, klar. Danke. Dankeschön. Ich hoffe, ich konnte euch dazu animieren, diese Riegel mal selbst zu Hause nachzukochen. Mm. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Voll gut.